Guten Morgen. Interessante Neuigkeiten insofern. Ich hatte heute Morgen von Markus Gärtner das Übliche bekommen. So, naja, ich habe ihn halt abonniert, weil ich den Mann gut finde. Ich kann euch den ja mal verlinken, wer ihn noch nicht kennt. Und zwar ein medial verzerrtes Selbstporträt, Klartext. Es geht um den alten weißen Mann. Es war allerdings lustig. Er hat auch gesagt, das ist lustig. Übrigens, man schätzt uns so ein, die alten weißen Männer in der FAZ zum Beispiel, dass die, die älter ab als 45 sind, schon dazu gehören. Und das hat mich natürlich ein bisschen auf den Plan gerufen. Warum? Also wie gesagt, ich verlinke euch den Herrn Gärtner und dann werdet ihr es dann schon sehen. Aber warum hat mich das noch auf den Plan gerufen? Dazu jetzt mal kurz einiges. Und zwar ist mir schon immer aufgefallen, früher als, das war noch 2019, zu Friedenszeiten sage ich gerne, da sah das Altersporträt auf meinem Mathe- und Physikkanal so aus. 13 bis 17 Jahre waren wenige. Der größte Anteil wurde von na, fast 60% von 18 bis 24 gebildet. Also hier stecken auch die Studenten drin. Und hier die Ewigstudenten und Lehrer. Also Lehrer haben schon ganz viel bei mir geguckt, beziehungsweise haben dann auch den Kindern gesagt, guckt mal da. Das fand ich ganz lustig und bemerkenswert. Und ja, gut, dass hier der Anteil so groß war, das haben mir aber mal die kleineren Schüler erklärt, die sagten, wir machen uns gerne ein bisschen älter, damit wir auch jeden Quatsch auf YouTube mit angucken können. Also die stecken hier mit drin. Im Wesentlichen also Schüler, Schüler und Studenten. So, jetzt aber zur Altersverteilung. Es waren 70% männliche zu 30% weiblichen Teilnehmern, die also sich für Mathe und Physik interessiert haben. Ja, ich fand es immer ein bisschen schade. Ich meine, in meiner Klasse, ich hatte sogar eine fast reine Mädchenklasse, kann ich ganz stolz sagen. Die waren bunt gewürfelt aus dem Landkreis Wismar und hatten, ja, vier Leute hatten eine 1,0 auf dem Zeugnis in der 7. Klasse und ja, waren auch sehr gut in Mathe und in Physik auch. Aber ich habe das ja alles schriftlich. Das ist jetzt unwichtig. Nochmal, der wesentliche Durchschnitt ist aber so: 70% männlich und 30% weiblich bei Schülern. Also wird Mathe wahrscheinlich nicht das geliebte Fach bei den Schülern gewesen sein, die ich nicht kenne. Muss ich jetzt großkotzigerweise dazu sagen. Aber jetzt wird's spannend. 2020 hatte ich ja viel, 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 viel mehr Zugriffe auf meinem Kanal. Und das lag dann daran, dass ich eben von Dr. Wodak und Schiffmann und Bhakti berichtet habe und so weiter und so fort. Und jetzt gucken wir uns mal das Altersprofil an. Jetzt mussten, obwohl die immer noch geguckt haben, jetzt mussten die Schüler und Studenten natürlich weiter zurückgehen. Weiter, viel weiter. Aber jetzt schaut euch das an. Die Lehrer sind gleich geblieben, aber jetzt hier, die alten weißen Leute kamen. Alter weißer Mann, alte weiße Frau. Hier, ab 35, 44 Jahre ging es los und jetzt der ganz große Anteil, der Löwenanteil, um die 30, um die 25 bis 30% und dann nochmal ein Stück über 20%, das waren die Gucker des Kanals, die sich, ja, die erwachten. Das kann man von den ganz Kleinen natürlich nicht verlangen, aber von denen, ja, leider auch nicht mehr. Es hieß damals Generation Doof in den 90er Jahren. Generation Doof wird uns kaputt machen. Naja, haben wir es doch. So, und jetzt gucken wir uns nochmal die Altersverteilung an. Und von wegen nur männlich. Für Politik und für wichtige Dinge interessieren sich natürlich auch Frauen. Finde ich eine bemerkenswert, zumindest bemerkenswerte Nachricht. Und ihr wisst ja, ich sage immer gerne, tut was. Ne, aber tut das Richtige. Also macht was, aber macht's gut, ne? Habt einen schönen, kühlen Tag, sofern es heute überhaupt möglich ist. Gut, bis denn. Tschüss.